Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Videos Männlichkeit und Psyche, warum Männer oft heimlich leiden. Sollten Männer weinen, dürfen Männer weinen? Und jetzt kommen wir zum Thema. Wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, by the way, dann check den mal aus. Oben in der rechten Ecke findest du das alte Video oder du kannst auch auf dem Channel gucken. Es ist das letzte Video, was wir zusammen geschaut haben. Toxische Männlichkeit jetzt. Wir haben vorher gelernt, okay, oder wir haben vorher darüber gesprochen, woher kommt das Ganze? Wie ist das Ganze im Zusammenhang mit Frauen, deiner Anziehung auf Frauen? Also wenn du diese alle Themen besprochen haben willst, dann schau einmal in den ersten Teil rein. Aber ansonsten schauen wir mal hier direkt weiter. Der Begriff toxische Männlichkeit sorgt für viel Diskussion. Man kann da schnell sowas rauslesen wie Männer sind böse. Der Psychologe Björn Süfke beschäftigt sich besonders mit der psychischen Gesundheit von Männern und laut ihm beruht das auf einem Missverständnis. Der Begriff heißt toxische Männlichkeit, nicht toxischer Mann. Es geht also nicht um den Mann an sich, sondern um ein Konzept von Männlichkeit. Eine Konstruktion des Mannseins, des Männern selbst und auch anderen Menschen schadet. By the way, ist das auch ähnlich beim Begriff toxische Weiblichkeit. Es meint keine toxischen Frauen an sich, sondern toxisches Verhalten bei Frauen untereinander. Unter einem toxisch-männlichen Verhalten versteht man jedenfalls, dass man daran festhält, dass Männer keine Gefühle und Schwäche zeigen dürfen und Erfolg in allen Bereichen haben müssen. Veraltete Rollenbilder werden nicht hinterfragt. Es geht auch um Männlichkeitsideale, die mit Dominanz zu tun haben. Emotionale Kälte wird hier zu einem Ideal. Dadurch werden aggressiv. Ich glaube, es ist schon so, dass du als Mann dich schon... Ich glaube, du bist schon zufriedener mit deinem Gesamtleben, mit deiner Gesamtlebensführung, wenn du einen gewissen Erfolg in deinen Lebensbereichen erreichen kannst. Ich glaube, der Sinn des Lebens für dich als Mann ist es nicht einfach nur zu existieren und dahin zu dümpeln, sondern dir schon Projekte vorzunehmen, die dich interessieren und dann in den Bereichen optimalerweise erfolgreich zu sein. Natürlich ist es wieder eine eigene Fähigkeit, mit Misserfolgen umzugehen und das ist auch ganz wichtig. Und dieser ganze Männer dürfen keine Emotionen zeigen, das haben wir ja schon im ersten Teil besprochen, das ist sicherlich kein super gutes Ideal. Sondern es geht eben darum, gut im Umgang mit deinen Emotionen zu werden. Und genau das wird dir eben dabei helfen, auch erfolgreich zu sein. Und natürlich ist es auch so, dass du als erfolgreicher Mann attraktiver Frauen bist. So, das ist ja kein großes Geheimnis. Und ich glaube schon allein deswegen, ne, also dadurch wird es natürlich auch bestärkt, wenn du merkst, okay, Frauen finden das schon cool, wenn ich irgendwie in Sachen erfolgreich bin. Ich hatte das damals auch am Anfang dieser ganzen Coaching-Zeit damals in Berlin, wo ich angefangen habe, das zu machen und wirklich quasi den ganzen Tag für dieses Projekt durchgezogen habe, auch weil ich Lust darauf hatte, weil es eben das ist, was ich machen wollte. Ja, das ist schon sehr gut angekommen bei den verschiedenen Frauen, die ich da in diesem Zeitraum getroffen habe. Ist keine große Überraschung, kannst du eben auch viel Literatur zu finden, deswegen schon ein legitimer Punkt. Unterdrückung und sowohl verbale als auch körperliche Gewalt verherrlicht. Ein Beispiel dafür wären Videos und Inhalte in Richtung Andrew Tate und Alpha Males. Meistens geht mit diesem Verhalten und den Glaubenssätzen auch einher, dass Betroffene keine... Andrew Tate und Alpha Males, ja, es ist halt wirklich so eine... das ist das, was heutzutage, das ist immer das Gleiche in Medien, aber es ist auch das Gleiche in allen Medien. Ja. Also es ist nicht nur diese Mainstream-Media-Sache, die wir uns jetzt angucken, sondern es ist auch das Gleiche in Red Pill-Medien und so. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dieses Schwarz-Weiß-Denken. So als ob Andrew Tate jetzt, als ob alle Aussagen, die Andrew Tate jemals irgendwo getroffen hätte, komplett falsch wären, weil alles, was Andrew Tate sagt, ist grundsätzlich falsch, ist natürlich unwahr. Ne? Also natürlich gibt es Aussagen, die Andrew Tate getroffen hat, die richtig sind und an denen man sich orientieren kann. Und es gibt auch ganz viele Aussagen, an denen man sich von Andrew Tate nicht orientieren sollte. Also es ist immer so dieses Schwarz-Weiß-Denken, so entweder bist du der Andrew Tate oder du bist der super liebevolle, weinende, heulende Mann. So, warum gibt es nur diese beiden, warum gibt es nur diese Extreme? So, das ist halt so ein bisschen, wie diese heutige Welt, vor allem wie diese Social-Media-Welt funktioniert. Es ist halt viel mit Hass. Es ist viel mit Hass, es ist viel mit Aufstachen, es ist viel mit Negativ-Emotionen. Macht Andrew Tate nur falsche Sachen? Nein. Macht er nur richtige Sachen? Nein. Würde ich Andrew Tate zum Beispiel als generelles Vorbild empfehlen für einen Mann? Nee, würde ich nicht. Aber ich denke, man kann sich Andrew Tate angucken und kann, also einige Sachen, die Andrew Tate sagt, machen sicherlich Sinn und andere Sachen machen keinen Sinn. Also ich glaube, man musste so ein bisschen den Mut haben, Leute oder Themen auch mal ein bisschen differenziert zu betrachten, ohne gleich Angst davor zu haben, oh mein Gott, jetzt kann ich ihn ja gar nicht in eine spezifische Schublade stecken, entweder der Superböse oder der Superliebe, der Retter aller Männer. Oh nein, okay, ich muss ihn unbedingt in eine Schublade stecken, ich kann ihn gar nicht differenziert bewerten. Es ist einfach Faulheit, das ist so intellektuelle Faulheit. Und da gehe ich nicht mit, muss ich sagen. Richtige Beziehung zu sich selbst, ihrem Körper und ihren Emotionen aufgebaut haben und somit auch die Grenzen anderer nicht einschätzen können. Und auch wenn es immer mehr Männer gibt, die offen über ihre Gefühle sprechen, ein Mann, der besonders fürsorglich und weich ist und sich auch mal verletzlich zeigt, dem wird sehr viel eher seine Männlichkeit abgesprochen. Ich habe auch noch auf jeden Fall einige Freundesgruppen, bei denen... Von wem? Dass halt tatsächlich nicht so ist, dass man irgendwie unter nur Männern über Gefühle einfach offen kommuniziert. Ja, gestern habe ich mich mit den Jungs getroffen und dann erstmal über unsere Gefühle gesprochen. Also diesen Satz hört man ja eigentlich nie, wenn dann jemand mal so sagen würde, hey Leute. Ja, okay, das machen Jungen halt auch generell ein bisschen weniger als Frauen ganz grundsätzlich, auch ohne die Sozialisation. Männer machen das eben auf ganz andere Art und Weise. Ne, im gemeinsamen Zusammensein, da ist dann auch schon mal ein bisschen rougherer Ton. Aber natürlich sollte es auch möglich sein, in der Gruppe deiner Freunde auch mal das ein oder andere emotionale
neutrale Wort verlieren zu können, ohne dass gleich alle Leute die völlige Krise kriegen. Das ist ja auch super hilfreich, weil wenn du tatsächlich mal ein emotionales Thema hast, über das du quatschen willst, macht es Sinn, dass du es mit einem Kumpel besprechen kannst, statt es dann mit deiner Frau besprechen zu müssen, wo dann eben wieder dieser Anziehungsfaktor mit reinspielt, weil sie dich natürlich schon gerne als emotional stabilen Mann haben will. Aber da ist natürlich auch die Sache, es ist immer die Sache, wie man es macht. Ne? Also ich glaube, du kannst auch mit deiner Partnerin, mit einer Frau über emotionale Probleme reden, wenn du trotzdem den Eindruck erwächst, okay, das ist zwar jetzt gerade ein Problem, aber alles in allem werde ich das schon hinbekommen oder ich werde diese Situation schon meistern. Ich glaube, was Frauen halt nicht ertragen können auf Dauer, ist du, der in deinen Emotionen verloren gehst, der in eine Opferrolle abrutscht, der nicht weiß, wie er damit umgehen soll, der nur noch weinend im Bett liegt. Ich glaube, dann kannst du sehr schnell sehen, wie lange eine spezifische Frau bei dir bleibt. Natürlich wird eine Partnerin dich bis zu einem gewissen Punkt unterstützen, aber nicht unendlich. Und das wäre ja wahrscheinlich andersrum genauso der Fall, wenn du eine Frau hättest, die irgendwie nur noch heulend auf dem Sofa liegt und gar nicht mehr klarkommt und ihr Leben gar nicht mehr im Griff hat. Natürlich würdest du dann auch irgendwann sagen, hey, keine Ahnung, was machen wir eigentlich? Was ist das hier für eine gemeinsame Beziehung? Natürlich unterstütze ich die bis zu einem gewissen Punkt, aber eben bis zu einem gewissen Punkt. Ich komme mit der Sache schwer klar, können wir darüber sprechen, dass dann bestimmt einzelne Leute durch ihre Vorstellung sagen würden, dass das nicht männlich oder teilweise schon beleidigend werden würde, was absolut gar keinen Sinn ergibt. Hier wird oft vergessen. Ja, okay, wenn deine Freunde dich beleidigen, wenn du mal über was sprechen willst, dann hast du halt schlechte Freunde. Mal den Menschen zu sehen, denn Geborgenheit und Nähe zählen zu menschlichen Bedürfnissen. Auch Weinen gilt als angeboren und ist eine menschliche Ureigenschaft wie das Lachen. Es ist menschlich. Auch ein richtiger Mann darf weinen. Aber auch wenn das Bedürfnis nach Weinen da ist, Scham kann da einfach eine Riesenrolle spielen. Da gab es so viele männliche Kollegen, die einfach gesagt haben, Alter, mir geht's absolut genauso. Von denen ich selbst niemals gedacht hätte, dass es so ist. Also das zeigt auch schon, ne, wie viele von sich aus gar nicht darüber irgendwie sprechen würden. Also generell mir selbst einzugestehen, dass es mir einfach nicht gut geht, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Schritt, weil man identifiziert sich als Mann, glaube ich, dann doch noch echt viel mit diesen Werten. Ne? Wenn du es erreichen willst, dann musst du halt auch weiter durchballern, durchziehen, auch wenn scheiße ist. Ich habe mehrmals über veraltete Rollenbilder gesprochen, aber was ist das überhaupt? Was ein richtiger Mann ist, hat sich im Laufe der Geschichte gewandelt, aber viele Dinge sind auch gleich geblieben. Über Jahrhunderte gab es das klassische Bild, der Mann als Familienoberhaupt, der Versorger und basically Herrscher über die Familie. Weil ich dieses Geschlecht habe, soll ich jetzt der Versorger sein? Also ohne einen wirklichen Grund zu haben, sondern nur, weil ich eben diesem Geschlecht zugehörig bin. Ich kann mir deswegen das auch total nur vorstellen, wie es auch... Ich glaube, der Mann fühlt sich schon wohl als Versorger, ganz grundsätzlich, als jemand, der sich um seine Familie kümmert. Das ist ja auch ein sehr positives Bild, was leider so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich glaube, das ist eine sehr positive Sache, eine Rolle, in der sich ein Mann grundsätzlich wohlfühlt. Positives Bild, schade, dass das so ein bisschen in eine schlechte Richtung gerückt wird. Muss, ne? Also diesen Druck, du bist oder hast das und das zu sein, da versuche ich echt Abstand von zu nehmen. Und so ein Leistungsdruck kann zu Versagensängsten führen. Und das schon im jungen Alter. Ja, Leistungsdruck hat man halt, das ist halt so ein bisschen Teil der Welt. Dazu bis zum gewissen Grad musst du zwangsläufig leisten. Also klar, du kannst natürlich auch so eine Hartz IV, in so ein Hartz IV-Dasein fristen, wenn du das möchtest. Aber wenn du das nicht möchtest, und das wollen ja eigentlich die wenigsten Leute, dann steht natürlich schon ein gewisser Leistungsdruck dahinter. Schließlich musst du halt zusehen, dass du dir Essen kaufen kannst. Du musst zusehen, dass du optimalerweise eine Wohnung hast. Und da alleine ist halt so ein Grundleistungsdruck, dem du halt nicht so ganz entkommen kannst. Aber natürlich kannst du dir selbst ausdrücken, wie viel du leisten möchtest. Und ich glaube, es gibt halt einfach so einen Zusammenhang, dem muss man sich bewusst sein als Mann. Du musst nicht leisten, du musst nicht die große Karriere machen, wenn du das nicht möchtest, wenn dir das nicht wichtig ist. Aber ich glaube, man muss sich schon darüber bewusst sein, dass wenn du ein sehr erfolgreicher Mann in einem Karriere oder du wirst ein großer, keine Ahnung, selbstständiger Unternehmer, was auch immer, du wirst schon mehr Erfolg mit Frauen sehen, du wirst schon für Frauen im Durchschnitt interessanter werden. Aber das heißt natürlich nicht, dass du das machen musst und das heißt auch nicht, dass wenn du das nicht machst, sondern einfach nur, ich sag mal, ein ganz normales Berufsleben machst, wo du einfach deinen Job gut machst und du hast genug Geld, um dich zu versorgen und vielleicht auch eine Familie zu versorgen, heißt das nicht, dass du deswegen auch nicht Erfolg bei Frauen haben kannst. Alter, davon ausgehend, dass Erfolg bei Frauen auch so ein Ding ist, über das wir immer so ein bisschen im Hintergrund hier sprechen bei solchen Themen. Dem vielleicht einfach gar nicht gerecht werden kann und trotz Leistung eben nicht genügend Geld verdient. Was so ein Druck noch mit einem machen kann, darüber hat Elle in diesem Video hier gesprochen. Klickt euch gerne mal rein. Im antiken Rom war es der Pater Familias, im Mittelalter hatte der Vater das Sagen und selbst in den 50ern war er Oberhaupt und Ernährer. Also hat sich auf jeden Fall eine Weile gehalten, das Bild. Andere Dinge haben sich über die Zeit verändert und waren komplexer. Zum Beispiel das Thema keine Gefühle zeigen. Das hat sich vor allem im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt mit dem Einfluss vom Militär. Krieg, Nerven aus Stahl, Kampfgeist, Disziplin, Vaterland und Co. waren hier wichtige Stichworte. Ja, ist ja schon ein Punkt, wenn du in der Armee bist, dann musst du natürlich eine gewisse emotionale Disziplinierung haben, weil wenn du auf dem Schlachtfeld bist und es geht halt um Leben und Tod, dann hast du halt keine Zeit, dich in deine Emotionen zu begeben, sondern du musst halt präsent im Moment sein und in der Lage, mit den Herausforderungen umzugehen. Das heißt nicht, dass ich irgendwem empfehlen würde, Soldat zu werden. Ich glaube, das ist der größte Blödsinn, den man machen kann, aber von der grundsätzlichen Idee her. Aber die Männlichkeit stand durch den Krieg auch im Konflikt. Auf der einen Seite hat er diese Ideale der Männlichkeit verstärkt, auf der anderen Seite soll das Festhalten an diesen Idealen für Männer auch eine Art gewesen sein, mit dem Trauma des Krieges umzugehen bzw. das zu ertragen. Denn einige Soldaten haben sich trotz dieses Männlichkeitsbildes nach Liebe und Intimität gesehnt, mit Geschlechterrollen und homosexuellen Verbindungen experimentiert. Im Zweiten Weltkrieg
Frauenkleid getragen. Viele Männer sollen diese abweichenden und verweiblichten Verhaltensweisen, zumindest in der Zeit, in der sie an der Front waren, akzeptiert haben. Also das Bild von Männlichkeit war im Krieg gar nicht so simpel, wie man vielleicht denken könnte. Und das ist selbst für Historiker eine Challenge. In früheren Jahrhunderten war es auch ein bisschen anders, als man vielleicht erwarten würde. Laut der Literaturwissenschaftlerin Dr. Christine Eichhorn konnte damals das Zeigen von Gefühlen ein Zeichen von Stärke sein. Dazu habe ich ihr ein paar Fragen gestellt und sie schreibt, nachdem man lange den Verstand über das Gefühl gestellt hatte, gilt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Fähigkeit zu sichtbaren emotionalen Regungen, geschlechtsunabhängig, als gesellschaftlich wünschenswert und als Zeichen von Authentizität anstelle von Künstlichkeit und Verstellung. Weinende und überschwänglich empfindsame Männer sind also keine Seltenheit. Im Gegenteil. Da müssen wir nur an die Literatur aus Sturm und Drang und der Romantik denken. Gedichte, Liebe und Emotionen von Männern. In der Romantik gab es das Bild vom empfindsamen und schwärmerischen Mann. Als Mann Gefühle zu zeigen, soll also ein Ding gewesen sein. Zumindest wohl in höheren gesellschaftlichen Schichten. Mit der Zeit hat sich das... Ich glaube, den Punkt mit dem Weinen und mit den Emotionen zeigen, haben wir im ersten Teil sehr gut gemacht. Männerbild weiter verändert. Der Berufsalltag ist anders geworden. Der Mann sollte nicht mehr nur der Versorger sein, der das Geld nach Hause bringt, sondern auch Familienmensch, der sich um die Kinder und den Haushalt kümmert. Allerdings nehmen Männer Statistiken... Ja, okay, wenn der Mann, der... Okay, das muss natürlich ein bisschen differenziert sein. Wenn ich der Typ bin, der das ganze Geld nach Hause bringt und dann muss ich mich noch um meine Kinder kümmern, dann wird es zeitlich vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber ja, Elternzeit immer noch ungleich verteilt. Mütter nehmen mehr Elternzeit als Väter. Okay. Ja, es gibt natürlich auch ein paar Quellen, die zeigen, dass wenn der Mann quasi diese versorgende Rolle einnimmt, das Ganze zu einer größeren ehegemeinschaftlichen Zufriedenheit führt. Gesehen nach der Geburt immer noch sehr viel weniger Elternzeit als Frauen und übernehmen auch weniger Care-Arbeit zu Hause. Begründet wird das unter anderem mit dem Konflikt zwischen den eigenen Rollenbildern und den Rollenbildern der Gesellschaft. Das sind aber natürlich nicht die einzigen Gründe. Und da gibt es teilweise noch Erwartungen, die, naja, Julian Bam und Rezo haben das in ihrem Podcast Hobbylos mal aufgegriffen. Ein Mädchen an so einer Uni hat so eine Liste gemacht, was halt unmännlich ist und die lese ich einfach mal vor. Rennen, um Bus zu kriegen. Rennen, um Bus zu kriegen. Eigentlich muss man auf solche Sachen reagieren, das ist einfach viel witziger. Die Sachen, die da immer gesagt werden, sind einfach viel wilder. Powerbank dabei haben. Beim Schuhebinden gesehen werden. Was ist das denn, Digga? Mega unmännlich. Das sind auch alles Sachen, die in TikToks vorkommen, wenn es um X geht. Kennt ihr bestimmt, oder? These are my X for men. When they sing, when he's overly nice, when he goes swimming, just like jumping in general. Ja, diese X-Geschichte ist auch ganz, ganz wild. So Sachen, die, wenn du sie sehen würdest bei einem anderen Geschlecht, das wären so Abturner beim Dating, so ganz, ganz komische Sachen. So die Frauen sind dann so, wenn er ein Samsung-Handy statt ein iPhone hat oder sowas, wo du dir echt so denkst, was, wovon redest du? So, also, wer sowas als No-Go beim Dating hat, der hat sich wirklich über Dating noch keinen einzigen Gedanken gemacht oder ist, weiß nicht, lebt auf dem Mond. Das ist wirklich wild. Dabei bedeutet Boys, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist auch Joke, oder? Das ist nicht real. Also das meinen die Leute ja nicht ernst, ne? Also wenn die Frauen da sagen, wenn ein Mann einen Bart nimmt, dann ist es unattraktiv für mich, das meine ich ja niemand ernst, oder? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich sowas wie jetzt. Es ist das Gefühl in dir, dass du von einer anderen Person direkt abgeturnt bist und definitiv keine romantische Beziehung eingehen willst. Einige finden den Trend ganz witzig, aber von vielen wird auch kritisiert, denn hier geht es meistens um Oberflächlichkeiten, wegen denen man eine Person direkt abwimmelt. Und das geht bei dem Trend meist von Frauen aus. Dein Gegenüber muss deiner Meinung nach nur komisch laufen oder Joghurt merkwürdig essen und schon empfindet man Fremdscham oder Ekel. Was krasse Worte sind für so banale Dinge. Ich wollte diese Ek-Videos zerstören mein Leben. Wenn ich auffahre und mein Handy dann einklemme in meine Handyhalterung, ist das ein Ek? Weil eigentlich will ich ja keinen Unfall bauen und nicht sicher nach Hause fahren. Also so voll normale, alltägliche Sachen, die Menschen halt einfach machen, gelten plötzlich als unmännlich. Das Wort schwul wird leider von einigen Leuten noch als Schimpfwort benutzt. Vor allem auch, wenn etwas kitschig oder romantisch ist. Ich erinnere mich noch an Genug-Situationen aus meiner Schulzeit, als zum Beispiel Liebesgedichte von manchen als schwul bezeichnet wurden. Dabei hat in diesen Gedichten meistens ein Mann einer Frau seine Gefühle gestanden. Also eigentlich ist das doch voll hetero, oder nicht? Oder habe ich irgendwas da falsch verstanden? Das Gefühle zu zeigen, abwertend als schwul bezeichnet wird, sagt viel aus. Oder auch Zuneigung unter männlichen Freunden. Zum Beispiel, ey Kumpel, du siehst echt gut aus heute, aber no homo. Man muss das einfach mal anders. Ja, Zuneigung unter männlichen Freunden ist schon so ein Ding, das ist schon so ein tricky Ding. Viele Leute haben da echt große Probleme mit. Keine Ahnung, das beraubt halt die Freundschaft, die du mit einem Mann haben kannst, ein bisschen einer relativ großen Dimension, nämlich dieser Wertschätzungsdimension. Ich habe einen Kumpel, bei dem ist das so und ich feiere das überhaupt nicht, das ist gar nicht mein Ding, der kommuniziert wirklich, also wertschätzende Kommunikation fällt ihm ganz schwer, der kommuniziert wirklich viel so über Dissen und so und irgendwo scheint da für ihn, weiß nicht, so eine Verbindung hinterzulegen. Bei mir kommt das ehrlich gesagt nicht ganz so an. Also ich sage meinen Freunden auch gerne was Wertschätzendes. Ja, stärkt meiner Meinung nach nur die Verbindung, die du mit deinen männlichen Freunden hast, was eine ganz wichtige Verbindung ist in Zeiten, wo wir immer weniger enge Verbindungen und vor allem persönliche Kontakte haben. Anderswo machen. So, wenn ich zu einem männlichen Freund sage, dass er gut aussieht. Und aber nur hetero. Coole Schuhe, nur hetero. Ich umarme zum Guten nur hetero. Auch hier werden teilweise sehr normale, alltägliche Dinge, die nicht wirklich was mit der sexuellen Orientierung zu tun haben, als schwul bezeichnet. Gay, gay, gay. Gay, 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 gay.
Wir haben es hier viel mit Homophobie oder auch Schwulenfeindlichkeit zu tun, die auch in Verbindung mit einem bestimmten Männlichkeitsbild steht. Beispielsweise gibt es Hinweise darauf, dass je stärker so Vorstellungen sind, wie ein richtiger Mann oder eine richtige Frau zu sein hat, desto homophober auch die Einstellungen der Person sind. Das zeigen zumindest Korrelationsstudien. Der Sozialpsychologe Gregory Herrick vermutet aufgrund seiner Untersuchungen, dass die Homophobie einiger Männer mit der Angst zusammenhängt, männliche Geschlechterrollen nicht erfüllen zu können. Und ihre männliche Identität bestärken sie darin, indem sie schwule Männer angreifen. Außerdem grenzen sie sich so auch von femininen Eigenschaften ab. Zwei weitere Studien geben Hinweise darauf, dass Homophobie oft mit der Ablehnung von Weiblichkeit einhergeht. In einer der beiden Studien heißt es, dass heterosexuelle Männer, die schwule Männer diskriminieren, damit versuchen, sich von der Weiblichkeit, die sie bei schwulen Männern wahrnehmen, zu distanzieren. Und das soll laut den Autoren der Studie auch wiederum schwule Männer unter Druck setzen, maskuliner sein zu müssen. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass die Stichprobe der Studie zu klein ist für ein repräsentatives Ergebnis, aber es deckt sich mit den Aussagen des Sozialpsychologen. Der Autor und Journalist Nils Pickert sagt: Aber ich finde es gut, dass die einige Studien drin haben, das muss ich schon sagen. Also ist ja eigentlich normalerweise nicht so in so öffentlichen Formaten, aber ja, ist einiges mit drin und sind auch sicherlich valide Punkte. Ich glaube auch, dass Männer, die sich stark gegen schwule Männer abgrenzen müssen oder das Gefühl haben, sich abgrenzen zu müssen, das auch machen, um ihre eigene maskuline Identität zu stärken. Das ist schon ein Punkt in der Thema. Wenn Sie sich die Abwertung von Homosexuellen anschauen, dann kreist die im Kern immer um eine Abwertung von Weiblichkeit. Da geht es um feminisiertes Verhalten. Ja, ich würde nicht sagen Abwertung von Weiblichkeit, aber du distanzierst dich halt davon und definierst dich als Mann, sag ich mal. Ich glaube, Abwertung von Weiblichkeit ist der falsche Punkt. Männer sich schminken, wenn sie mit hoher Stimme sprechen, wenn sie ein Faible für Mode haben. All diese Dinge, die wir klassischerweise mit Weiblichkeit verbinden, werden dann in den Männern abgewertet. Und es wäre ein Fehler, diese beiden Dinge nicht zusammenzudenken. Michi kann es für sich überhaupt nicht nachvollziehen und ist dafür, dass auch in der Mode die klassischen Rollenbilder aufgebrochen werden. Er selbst hätte sich zu seiner Schulzeit niemals getraut, einen Rock oder ähnliches zu tragen, weil es seiner Erfahrung nach safe zu Mobbing dadurch gekommen wäre. Andererseits sieht er heute Vorbilder auch in Filmen, beispielsweise in Hunger Games. Da gab es viele männliche Kostüme. Ja, also du kannst aber natürlich einen Rock tragen, wenn du Lust darauf hast, nur ja, also, okay, Grundaussage, du kannst als Mann auf jeden Fall einen Rock tragen, wenn du Lust darauf hast. Kurz aufs Frauenthema bezogen, es wird dich nicht attraktiver für Frauen, sondern unattraktiver für Frauen machen. Wo aber klar kannst du es machen. Gezeigt, die Männer so Röcke getragen haben und so, und ich fand das auch mega cool, hatten so einen Sakko an und dann so einen Rock und ich fand, das hat total männlich gewirkt. Bei all dem, was aktuell... Ja, okay, das ging ja noch mit dem Rock, den wir jetzt gerade hier gesehen haben. Das würde ich jetzt gar nicht richtig als Rock bezeichnen, oder? Bei all dem, was zeig mir das nochmal, zeig mir das nochmal. Ich fand das auch mega cool, hatten so einen Sakko an und dann so einen Rock. Ja, okay, das ist... Und ich fand das... Bewegt sich noch in einer normalen... Das sieht ja fast aus, hätte er einen etwas längeren Anzug an. Hat total männlich gewirkt. Ich dachte jetzt, wir reden von Rock. Rock. Bei all dem, was aktuell so zum Thema Männlichkeit diskutiert wird, ist es kein Wunder, dass es da Verunsicherung gibt. Der Psychologe Markus Teunert leitet das Schweizerische Institut für Männer- und Geschlechterfragen und sagt, dass vor allem junge Männer nicht mehr wüssten, woran sie sich orientieren sollen. Der Psychologe Björn Süffel... Ja, ist, glaube ich, ein Punkt. ...bricht da von einem Spagat zwischen traditioneller Versorgerrolle und den vermeintlich modernen Eigenschaften. Neben den traditionellen Anforderungen wie Erfolg im Berufsleben soll er auch noch ein aktiver Vater, guter Liebhaber und ein empathischer Zuhörer sein. Einen ähnlichen Struggle haben ja auch Frauen, die einerseits eine fürsorgliche Mutter und aufmerksame Ehefrau sein sollen und andererseits unabhängig und erfolgreich im Beruf. Björn Süffel gesagt, dass es also weder ein reines Frauen- noch ein reines Männerthema ist, sondern ein gemeinsames Anliegen, das Rollenverständnis einander anzugleichen. Nicht männlich genug zu sein oder seine Männlichkeit sogar zu verlieren, sind nach wie vor Ängste. In einem Experiment der University of South Florida zum Beispiel haben Forscher den männlichen Teilnehmern gesagt, dass sie in einem bestimmten Test eher feminin abgeschnitten hätten oder man hat sie Aufgaben machen lassen, wie etwa Puppen frisieren oder Nägel lackieren. In den Tests, die dann danach gemacht wurden, hat sich gezeigt, dass die Probanden Angst hatten, dass ihre Männlichkeit bedroht war. Ich habe eine Story hochgeladen und hatte einen Haarreif auf, damit meine Haare mir nicht im Gesicht hängen. Also der ein oder andere männliche Mann hat mir dann geschrieben, dass es schon sehr, sehr feminin ist, sowas überhaupt zu tragen und dann noch zu posten. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die bei sowas schon Angst haben, dass ihre Männlichkeit verloren geht, wenn die sowas wie ein Haarreif tragen. Die Probanden der Studie zum Beispiel haben dann aus dieser Angst heraus versucht, besonders stark männliche Attribute zu zeigen. Der Sozialpsychologe Gregory Herrick spricht hier von der Angst, das Selbstempfinden und die eigene Identität zu verlieren. Kein Wunder, wenn man ja damit aufwächst, dass es einen Mann ausmacht, besonders stark zu sein und keine Gefühle. Ja, aber irgendwie bildet sich halt die Identität auch, ne? Also ich glaube, dessen muss man sich wirklich bewusst sein. Nur weil du jetzt irgendwelche Sachen aufbrichst oder irgendwelche, sagen wir mal, du machst alle femininen Eigenschaften zugänglicher für Männer, sodass wenn du dich jetzt, wenn du jetzt sehr viel feminine Eigenschaften zeigst, du das auch für dich angenommen und akzeptiert wird, dann ist eben das deine neue Identität. Also wir als Menschen bilden uns halt immer eine Identität und ob es jetzt den großen Unterschied macht, ob wir jetzt nur männliche Attribute nehmen, klassisch männliche oder weibliche Attribute nehmen, wo ist der Unterschied? Am Ende des Tages bildest du dir immer noch eine Identität und du wirst sie auch immer noch gegen andere Leute abgrenzen, wenn ich mich jetzt komplett, das ist ja, das wird bei den schwulen Männern genauso sein. Ich als schwuler Mann würde mich dann auch abgrenzen gegen alles andere, um halt meine Identität als schwuler Mann aufrechtzuerhalten. Das macht ja keinen Unterschied. Das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Das hinterlässt Spuren. Der einzige Unterschied, den es macht, ist, was, wie es auf Frauen wirkt am Ende des Tages. Vor allem halt psychisch. Um an seiner mentalen Gesundheit zu arbeiten, kann der erste Schritt sein, sich selbst gegenüber erstmal zu öffnen. Also mal zu schauen, was fühle ich? Was macht mich gerade traurig, glücklich, nervös? Michi hat da für sich persönliche Wege gefunden. Ich glaube, ich mache viele Sachen, die vielleicht viele Leute als irgendwie nicht männlich bezeichnen würden. Also auf jeden Fall, gut, das jetzt erstmal nicht, aber Therapie ist natürlich auf jeden Fall eine wichtige Sache, die auch einfach wegen meiner Situation in den letzten Monaten einfach für mich sehr wichtig war.
Dann Meditation ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ja, schreibe sehr viel. So Meditation hatten wir ja schon überredet im ersten Teil. Meditation ist ein ganz wichtiger Punkt. Schreiben ist auch nice, aber ich habe ja schon gesagt, ich glaube, man sollte seine Emotionen nicht zu oft mit Geschichten untermalen und untermauern. Außer es sind ständig wiederkehrende Emotionen, dann deuten sie sicherlich darauf hin, dass irgendwas im Argen liegt. Fühle Gedanken auf. Und dann im zweiten Schritt mit den Emotionen nach außen zu gehen. Sich an Freunde, Familie oder einer professionellen Anlaufstelle zu wenden. Wie die Nummer gegen Kummer oder dem Krisenchat. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss, ehrlich gesagt. Mit ganz klassisch normalen negativen Emotionen, die man halt ab und zu mal empfindet. Natürlich, wenn du völlig in einer Depression festhängst, dann musst du halt zu jemandem gehen, der dich da unterstützt, offensichtlich. Das ist eine Möglichkeit. Männer haben oft früh gelernt, dass Gefühle ihre eigene Angelegenheit sind und haben oft nicht erfahren dürfen, ihre Emotionen mit anderen zu teilen. Das abzulegen kann für manche echt eine Lebensaufgabe sein. Michi hatte dazu einen schönen Brustkrausmoment und diesen Gedanken möchten wir noch mit euch teilen. Wichtig ist natürlich auch zu verstehen, dass das bei mir ja genauso war. Also ich habe das ja auch gelernt und das bedeutet, dass eine andere Person, die das Video jetzt hier zum Beispiel auch sieht, das auch kann. Diese Filter, die wir uns auflegen, die können wir auch wieder ablegen. Hier kommt jetzt ein Video, in dem ich über Gymtalk spreche. Ja. Ja, auf der einen Seite ja. Natürlich ist es was Gelerntes und auf der anderen Seite hatten wir im letzten Video auch schon diesen Punkt, den die Red Bull Community immer macht, dass natürlich der stoische, emotional kontrollierte Mann für die Frauen im Mittel attraktiver ist. Weil das kommt irgendwie zusammen, man muss einen guten Umgang mit seinen Emotionen lernen. Dazu hatte ich was im letzten Video gesagt. Da schau gerne nochmal, wenn du das jetzt hier nicht gesehen hast. Aber tatsächlich war das diesmal nicht so ein kontroverses Video, wie man es normalerweise gewohnt ist von solchen Medien. Ich fand es eigentlich ein ganz gutes Video, muss ich sagen. Relativ viele Studien drin, einige gute Punkte mit drin. Wie schon gesagt, ich glaube so die Idee, wenn es um Emotionen und Männlichkeit geht, ist einfach ein bisschen falsch. Du hast entweder dieses, du musst absolut ständig in deinen Emotionen sein und ständig heulen und alles emotional. Oder du hast dieses, ich bin der absolut emotionsunterdrückende, niemals emotionsfühlende Mann und beides ist halt absolut wrong, sondern in der Mitte geht es eben darum, der Mann hat es eben gut gesagt, Meditation, guter Punkt, seine Emotionen wahrzunehmen, vor allem aber als Emotionen wahrzunehmen und nicht eine Geschichte daraus zu machen, meiner Meinung nach, und einen guten Umgang mit seinen Emotionen zu finden, im Sinne von die Emotionen wahrnehmen im Körper. Im Körperfeld sind sie nämlich da normalerweise, sie ziehen zu lassen, denn das passiert relativ schnell, wenn man sie gehen lässt und keine Geschichte daraus macht, weil was natürlich passiert, um da vielleicht nochmal kurz einzuhaken, was passiert, wenn du Emotionen in deinem Körperfeld spürst, zum Beispiel nehmen wir mal Wut, nehmen wir mal die Emotion, die du Wut nennen würdest. Wenn du das in deinem Körperfeld spürst, wie du die Emotion aufrechterhalten kannst, so dass sie dein Körperfeld nicht verlässt, ist, wenn du eine Geschichte dazu bildest. Ne? Also wenn du dann denkst, oh, warum hat er mich so behandelt? Und dann überlegst du und dann denkst, oh, hier so und so kann ich mich rächen. Das sind natürlich alles Gedanken, die dann wieder wie so Treibstoff deine Emotionen antreiben und dafür sorgen, dass die Emotion eben im Körpersystem bestehen bleibt, dass sie sich vielleicht da ein bisschen festhängt und dass du sie eine relativ lange Zeit lang empfindest. Und dann hast du natürlich den Eindruck, oh mein Gott, diese Emotion bestimmt mein Leben schon sehr stark. Du wirst dann vielleicht zufällig wieder in diese Emotion reingezogen, in diesen Gedanken, in diese Gedankenstory, die du da erzählt hast, wieder reingezogen und schon ist die Emotion wieder da. Statt sie einfach in dem Moment, wo sie da ist, nicht mal zu benennen, du musst nicht mal benennen, was das jetzt für eine Emotion ist, sondern du nimmst sie einfach mal im Körperfeld wahr, wie bei der Meditation, wo du einfach wahrnimmst und nicht benennst und optimalerweise nicht dazu denkst. Und dann lässt du es durchs Körperfeld einmal durchziehen und der Witz ist, wenn du das jemals probiert hast, dann wirst du feststellen, dass sogar sehr stark negative Emotionen oder das, was du stark negative Emotionen nennen würdest, relativ schnell den Körper wieder verlassen und mit relativ schnell meine ich innerhalb von meistens sowas wie einer halben Minute oder einer Minute und dann wirst du merken, das Energiefeld ist auch gar nicht mehr da und dann weißt du, okay, ich muss mich jetzt gar nicht so viel intensiver damit beschäftigen, ich habe diese Emotion zugelassen, ich habe der Emotion den Raum gegeben, den sie gebraucht hat und jetzt war es das auch schon wieder. Eine Emotion ist sehr kurzlebig, wenn du sie nicht durch Gedanken ewig verlängerst, eine Geschichte daraus machst und so weiter. Weswegen ich finde, dass Geschichtenschreiben zu Emotionen nur so eine mittelgute Idee ist. Es ist ein guter Anfang, um Zugriff zu seinen Emotionen zu bekommen, wenn man den nämlich gar nicht hat. Aber ich glaube, Meditation ist da die weitaus bessere Methode. Einfach die Emotionen wahrnehmen, sie durchziehen lassen und dann kann man auch einfach weitermachen und muss eben sein Leben und seine Identität nicht komplett von seinen Emotionen kontrollieren lassen. Und dann musst du zum Beispiel auch nicht ständig über deine Emotionen reden, weil du hast ja schon aktiv mit denen gearbeitet. Du kannst nicht aktiver mit Emotionen arbeiten als das, was ich gerade beschrieben habe. Die absolut aktivste und emotionsbeste Arbeit, die du leisten kannst mit Emotionen, ist das Dasein, das Präsentsein mit den Emotionen in dem Moment, wo sie da sind, weil das ist absolute Akzeptanz von Emotionen. Weil in diesem Moment sagst du, es ist absolut okay, dass diese Emotion gerade in meinem Körperfeld ist und sie darf da jetzt so lange bleiben, wie sie bleiben möchte und ich werde einfach nur beobachten, ich werde einfach nur wahrnehmen und werde ihr quasi den Raum geben, den sie in dem Moment braucht.
mehr Akzeptanz kannst du einer Emotion nicht gegenüberbringen und dann erübrigt es sich eigentlich danach noch über die Emotion zu sprechen, weil danach über die Emotion zu sprechen hat eben mit Emotionen eigentlich schon gar nichts mehr zu tun, sondern dann geht es dann nur noch ums Geschichten machen. Das ist nicht unbedingt Teil von emotionaler Arbeit, zumindest nicht der wichtige Teil der emotionalen Arbeit. Der findet statt, wenn du mit deinen Emotionen in dem Moment, wo sie da sind, präsent bist. Zum Beispiel, du sprichst eine Frau an, du erfährst eine Ablehnung, das fühlt sich natürlich oder das kann natürlich negative Emotionen hervorrufen. Das Beste, was du dann machen kannst, ist kurz bei dir zu bleiben, vielleicht setze dich kurz auf eine Bank und einmal kurz die Emotion, meinetwegen mach deine Augen zu beobachten, während sie da ist und dann sie einfach einmal durchziehen zu lassen, ohne eine Geschichte dazu zu erzählen, und dann hast du einen wunderbaren Emotionsumgang in dem Moment bewiesen und kannst dann einfach wieder raus und weiter in die Handlung gehen, und das ist perfekt, also besser geht's nicht. Aber das ist so Wissen, das scheint so in der Allgemeinheit nicht so gut verfügbar zu sein, der richtige Umgang mit Emotionen, und da hat sicherlich auch diese Sozialisierungs Sache, Männer dürfen keine Emotionen zeigen, einen Anteil dran. Das bringt dich sicherlich weiter weg vom aktiven Erleben deiner Emotionen. Aber der andere Punkt, der Red Pill-Punkt, der gemacht wird, dass Frauen natürlich einen stoischen Mann attraktiver finden, ist eben auch ein Punkt. Aber so kannst du beides perfekt kombinieren. Du lernst perfekten Umgang mit deinen Emotionen durch zum Beispiel Meditation, durch Beobachten deiner Emotionen, und bist dann trotzdem jemand, der seine Emotionen unter Kontrolle hat, der seine Emotionen diszipliniert hat, aber sie trotzdem akzeptiert hat. Emotionale Akzeptierung, emotionale Disziplinierung, perfekter Umgang mit Emotionen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du zu diesem Thema denkst. Cool, dass du hier warst. Wenn du einen besseren Umgang mit Emotionen oder mit dem Thema, was ich eben angesprochen habe, lernen möchtest, dem Frauenansprechen an sich, dann kannst du dich gerne in der E-Mail-Adresse, die ich hier unter dem Video verlinkt habe, für ein Coaching bewerben bzw. für ein Coaching-Beratungsgespräch. Schreib mir gerne, wie deine aktuelle Situation ist. Sowas wie dein Vornamen, Nachnamen, Alter, deinen aktuellen Beruf und deine Situation, dann deine Handynummer, und dann werde ich mit dir in Kontakt treten und wir werden ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen. Das ist natürlich nicht verbindlich, und gucken, ob und wie ich dir in deiner Situation weiterhelfen kann. Wir sehen uns im nächsten Video.